Willkommen zurück bei Gothic 3 und heute begeben wir uns halt, ja auch mit Schwert und Schild, heute begeben wir uns in die Hauptstadt nach Vanguard. War gerade noch in einem anderen Spielmodus. So, wo haben wir denn den Teleportstein? Das ist Okara. Genau, zum Tempel von Vanguard. Na dann los. Angekommen. Das ist ja schön, da werden wir erstmal begrüßt ohne Statue. Ach genau, wir haben doch bestimmt noch 30 Lernpunkte. Hohoho. Ich würde jetzt einfach mal bis auf 600 Lebensenergie hochgehen. Enos. Enos. Gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Danke. So, zweimal noch. Gut, 604. Ist zwar eine ungerade Zahl, stört mich ein bisschen, aber ist okay. 603 oder 605 wäre schlimmer. So, was haben wir hier? Direkt jetzt mal eine Kiste zum Plündern. Endlich in der Hauptstadt angekommen. Viele Stunden hat es gedauert. Aber das ist noch lange nicht das Ende unserer Reise. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremde. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Jo, kriegen wir hin. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremde. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Klar. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Markus. Vielen Dank für die Infos. So, wen haben wir denn hier noch? Da. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich hier einfach mal immer ein bisschen zugreife. Ich hoffe, wir finden immer mal so ein bisschen Rohstahl. Oh, sehr schön. Tatsächlich. Oh, guck mal. Da will schon direkt der Erste angreifen. Ich bin doch gar nicht draußen. Den haben wir hier noch? Ein normaler Rebell? Georg. Du bist von draußen gekommen, oder? Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in die Knochen als die anderen Feiglinge hier. Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, was du vorhast. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Koprin, dem Oberbefehlshaber der königlichen Garde, melden. Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Ich würde den später holen. Ich probiere es erstmal so gegen die Orks. So, wen haben wir hier noch? Auch ein normaler Rebell.
So, na dann prügeln wir uns mal durch die Horden der Orks. Da hinten stehen schon direkt welche. Das sind wirklich enorm viele Orks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Richtung Süden müssen wir schauen. Das heißt, da hinten, da oben. Ne, noch weiter hinten. Das sehen wir von hier gar nicht. Ist denn die Burg? Und 5 Feldherren müssen wir auch irgendwie klein kriegen. Das ist so ein Kack-Armbrustschütze. Okay, wir machen aber gut Schaden, muss ich sagen. Ich hoffe, die Bogenschützen da hinten. Nein, 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 nicht. Lass mich erstmal. Oh Gott, Alter. Fuck, sind das viele. Erstmal heilen. Das Gute ist, hier werden wir viele Waffen bekommen. Und überhaupt viel Loot. Kusch. Tarach. Oder Tarak. Wenn ich gewusst, dass die umfallen können, die Orks, wenn ich die angreife mit der schweren Attacke. Oh. Seht ihr das? Okay. Wenn ich danach die Kleine mache, dann steht er auch direkt wieder auf. Oder er darf seine Hinfallanimation nicht beenden. Oh, hier ist ja ganz schön was los. Lass mal die Armbrust schützen. Sehr gut. Hätte ich vorhin nicht mehr Lebensenergie gemacht, dann wäre ich schon tot. Oh, Alter, wo kommen die denn alle her? Das ist ja eine wahre Pracht. Ist das hier einer der Feldherren? Ne, das ist ein Schamane. Oh, bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Das hier ist einer der Feldherren, glaube ich. Oh, und ein Elitekrieger. Der fällt nicht so einfach um. Jo, Feldherr Bratak. So, 200 EP für den. Wird hier vorne noch gekämpft? Wir looten gleich. Wir müssen erstmal die Stellung halten hier irgendwie. Oh mein Gott. 1, 2, 3. Doppelink 4. Hier ist auch noch einer. Alter, nicht den Rebell. Mann. Willst du den Ork nehmen? Jawohl. Noch mehr um die Ecke gelatscht. So, einer noch. Und dann haben wir hoffentlich erstmal Ruhe. Puh, meine Güte. Wo fangen wir denn an mit Looten? Oh Gott, ah ne, da ist noch einer. Okay, einer noch. So, warte mal, uns fehlt nicht. Ja, doch. Ein bisschen fehlt uns schon noch bis zum nächsten Level. Ich überlege, ob ich die 15 Punkte einfach nochmal in Lebensenergie umwandle. Oh, ein Rebell ist gestorben. Scheiße. Verdammt. Deswegen, ich bin mir halt nicht sicher, ob dieser Typ sterben kann, den wir da begleiten sollen zur Burg. Deswegen lasse ich den erstmal hier, weil halt wirklich viele später kommen und die anderen müssen wir uns alleine vorknüpfen. Die Rebellen, die jetzt hier noch geholfen haben, die werden wir dann nicht mehr an unserer Seite haben. Ach, oh,
So viel Zeug, ey, Wahnsinn. Das ist super. Da können wir echt schönes Geld machen. So, Dietrich verbraucht. Und Zeug mitgenommen. Den hier hatte ich schon gelootet, ne? Genau. Da brennt noch alles. So, was hat denn der Boss hier in seiner Hütte gehabt? Nein. Nicht den Hocker, nicht den... Ein paar Heiltränke, die können wir eh gut gebrauchen. Oh, Waffenbündel, sehr gut. Uns fehlen immer noch 10 für Monterra. Ne, 15 müssen wir da, glaube ich, abgeben, ne? Jupp, sehr gut. Ich glaube, wir bekommen auch echt einiges an Erfahrungspunkte nochmal, wenn wir... bis zum König gleich vorgedrungen sind, oder also gleich, wahrscheinlich erst in der nächsten oder übernächsten Folge, weiß gar nicht mal, wie lange das hier dauert. Oh, nochmal Waffenbündel. 1 und 2. Da hinten liegt noch eine Waffe. Die Bolzen lasse ich mal hier. Also ein Feldherr ist erledigt. Herr damit. Oh nein, da unten liegt noch ein Rebell. Ach, scheiße. So, das hätten wir erstmal. Können wir mal kurz hier reinschauen, dass wir schon Waffen dabei haben. 10, 15. Ja, so viel Geld bringen die nicht, aber die Masse macht's dann. Die Armbrüste, die bringen immer mal viel. Wir sollten Armbrust war jetzt auch dabei. So, weiter geht's. Ah, oh. Oh, Waffenbündel, super. Moment mal, wie viel haben wir denn? Wir dürften doch schon wieder einiges an Waffenbündel haben. Wo waren die gleich? Hier, 11. Okay, 4 Stück noch. Dürften wir doch hier irgendwie zusammenkriegen, denke ich. Rohstahl, super. Nochmal. Ein Mühlstein. Man könnte die, glaube ich, aufrichten und bekommt dann Stärke, oder? Das ist zu schwer für mich. Wie war das denn? Man könnte die irgendwie oder hochheben, ganz normal? Das ist zu schwer für mich. Und dann hat man nochmal Stärke bekommen. Wie viel Stärke haben wir denn? 202. Ich hätte gedacht, das reicht. Oder nee, ab einer bestimmten Stärkestufe stellt er die wieder hin und dadurch bekommt man nochmal irgendwas. So war das. So, da hinten geht's weiter, da sind die nächsten Orks. Ich mag dich in Stücke. Ich werde dich zerstören. Komm daher, komm her. Scheiße, ein Elite-Krieger direkt. Das ist ja auch ein bisschen blöd mit dem Kämpfen durch die ganzen Steine. Das gefällt mir jetzt nicht so. Kommt her. Achtung, kurz weg. Ist halt echt nicht ohne, also hier alleine. Nein! Oh! Um Gottes Willen, ich will nicht sterben. Hoffentlich erwischt mich der Armbrustschütze nicht von hinten. Kannst du direkt nochmal einen Schluck nehmen?
Das kann Spaß werden. Da bist du ja wieder. Komm her. Mann, du dreckiger Armbrustschütze. Da bist du ja wieder. Komm her. So, der ist weg. Der nächste ist weg. Der ist weg. Na, du blöder Elite-Krieger. Geht doch. Waren plus 4. Nochmal 2 Waffenbündel. Cool, fehlen bloß noch 2. Finden wir mit Sicherheit noch. Waren wir noch nicht, oder? Doch, doch waren wir. Okay, dann gehen wir da unten mal weiter. Ah, noch eine Truhe. Ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, wo so viele Truhen vorkommen. Was? Wo denn? Oh, verdammt, hier vorne sind wieder viele. Ja, ich bleib, komm her. Ja, das ist gut. Ist das der Feldherr direkt? Das wäre witzig. Ja. Feldherr Zarak. Oh, jetzt kommen aber die anderen auf den Plan. Wenn ich den Boss hier angreife, direkt schlechte Chancen. Bin ich in der Zwickmühle. Weg, 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 weg. Meine Fresse. Ja, Jungs, ich bräuchte mal eure Hilfe. Davon lauern sie. Jetzt bist du dran. Ich halte den Kopf ab. Oh. Kommen sie sogar hier rein? Dem hast du es gezeigt. Draußen bleiben. Kommst du nicht rein? Oh, Gott sei Dank. Danke, Leute. Danke, 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 danke. Noch einer? Nö. Alles cool. Ich investiere jetzt die restlichen 15 Lernpunkte direkt nochmal in Lebensenergie. Das tut mir echt zu heikel hier. Enos. Gewähre mir Lebenskraft. Haben wir nochmal 60 Punkte mehr. Auch einiges an Geld dabei, oder? So 50, 60 Gold haben die oft dabei. Ist ja auch nicht verkehrt. $87. Ey, das ist super. Können wir gut gebrauchen. Scheiße, hier waren ja noch welche. Ja. Ah,
Krieger, Elise Krieger, jetzt habe ich dich. Was? Zaubert jemand? Da kann mich einfrieren, wenn ich Pech habe. Oh, Alter, fuck! Wie viel Lebensenergie hat denn das jetzt abgezogen? Ich fass es nicht. Bisschen schneller, Kumpel. Hau ab mit deiner Scheiße. $250. Oh. Bei 50.000 sind wir gerade. Da können wir uns, denke ich, wenn wir denn irgendwann mal die Punkte bei den Rebellen haben, dann auch die Rüstung für 70.000 leisten. Da hinten warten direkt die nächsten. Nicht so weit, ich will die nächsten noch nicht pullen. So. Puh.